Hallo ihr Lieben, ich heiße Anna und ich zeige euch heute, wie ihr den weltbesten Apfelkuchen backen könnt. Für den Teig brauchen wir 125 Gramm Margarine, ich habe hier als Sahne genommen, 125 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und ein halbes Päckchen Backpulver, 250 Gramm Mehl und eine halbe Banane. Als erstes muss die Banane zerdrückt werden. Dafür nehme ich jetzt eine Gabel. Dann kommt alles zusammen in eine Schüssel und muss gut verknetet werden. Ich nehme jetzt dafür meine Hände, aber ihr könnt natürlich auch den Knethaken eures Mixgeräts benutzen. Und so sollte der Teig am Ende dann aussehen. Dann muss die Form eingefettet werden. Ich nehme jetzt hier wieder als Sahne. Dann teile ich den Teig in zwei Teile. Die eine Hälfte kommt auf den Boden, die andere an den Rand der Form. Kommen wir nun zum Herzstück unseres Kuchens, der Füllung. Wir brauchen etwa 1 bis 1,5 Kilo säuerliche Äpfel, wie zum Beispiel Boskop, den Saft einer Zitrone, ein Dreiviertel Liter Apfelsaft, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 2 Päckchen Vanillepuddingpulver. Zuerst pressen wir die Zitrone aus. Danach müssen die Äpfel geschält, entkernt und in feine Scheiben geschnitten werden. Dann mit Zitronensaft beträufelt werden, damit sie nicht braun werden. Und jetzt können die Äpfel auch schon zu dem Teig in die Form. In einem Topf erhitzen wir nun etwa 600 ml Apfelsaft mit dem Zucker und dem Vanillezucker. In den restlichen Apfelsaft geben wir das Puddingpulver. In der Zwischenzeit heizen wir den Ofen vor, 190 Grad Ober-Unterhitze oder 170 Grad Umluft. Wenn der Apfelsaft dann kocht, geben wir das angerührte Puddingpulver unter ständigem Rühren hinzu. Wenn der Pudding dann andickt, könnt ihr ihn vom Herd nehmen und über den Kuchen gießen.
und dann kann der Kuchen für ca. 50 bis 60 Minuten in den Ofen. Und jetzt muss der Kuchen erstmal auskühlen. Für das Topping brauchen wir ungesüßtes Kakaopulver, Sahnesteif und eine aufschlagbare Sahne. Nun schlagen wir die Sahne gemeinsam mit dem Sahnesteif fest. Und so sollte das Ganze dann ungefähr aussehen. Nun die Sahne auf dem Kuchen verteilen und Kakao durch ein Sieb streuen. Und fertig ist der weltbeste Apfelkuchen. Übrigens, wenn ihr ihn über Nacht im Kühlschrank durchziehen lasst, schmeckt er nochmal besser. Wenn euch das Rezept und das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben und lasst einen Kommentar da. Darüber würde ich mich echt riesig freuen. Macht's gut! Tschüss!